Kälter, als sie es von daheim gewohnt sind, ist es im Allgäu schon. Doch die Besucher vom indischen Kolpingberg ließen sich davon nicht abhalten. Sie löcherten den Oberstdorfer Josef Kechler mit Fragen. Denn einen Allgäuer Biobauernhof hatte von ihnen zuvor noch keiner betreten. Der Bergbauernhof nur eine Station von vielen bei der Jugendbegegnung zwischen dem Kolpingberg Indien und dem der Diözese Augsburg. Wir möchten Ihnen so unsere Kultur mitgeben, wie wir im Allgäu leben. Wir möchten Ihnen Schnee zeigen, wir möchten Ihnen die Bräuche hier vermitteln. Ja, und hier wird natürlich dann auch das Christentum sehr stark gelebt. Und wir feiern hier einfach alle Ostertage mit, die Sie da drüben natürlich auch mitfeiern. Und das ist für die ganz wichtig. Sie repräsentieren wohl den bekanntesten Unterschied zwischen der indischen und der Allgäuer Kultur, die Kühe. Bei den einen als heilig angesehen, bei den anderen dagegen Nutztier. Haltung und Fütterung auf einem deutschen Biobauernhof, für die indischen Gäste eine ganz neue Erfahrung. This is my first Bavarian farm, bio farm. Er sagt, dass das sein erstes Mal hier ist und dass es sehr unterschiedlich ist zu dem, wie so Farms in Indien aussehen. Er sagt, dass alles, dass die Kühe zum Beispiel dreimal größer sind und dass die auch ganz anders gefüttert werden hier und dass er es sehr toll findet hier. I like it so much. Neugierig waren nicht nur die Besucher aus Indien, sondern auch die Vierbeiner. Auch sie schienen den Trubel zu genießen. Schnell wurde auf Tuchfühlung gegangen. Sich gegenseitig kennenzulernen, Austausch zu pflegen und die Kultur der anderen besser zu verstehen. Das Ziel der Jugendbegegnungen. Und Unterschiede, gerade auch in der Landwirtschaft, gibt es genug. We feed everything as we like. Er sagt, dass sie das Farming in Indien so machen, wie sie halt gerade Lust und Laune haben und dass es hier einfach diese ganzen Restriktionen gibt und diese ganzen Regeln und diese ganzen Kontrollen und das ist man aus Indien einfach auch nicht gewohnt. Noch haben die Mitglieder des indischen Kolpingwerks ein paar Tage Zeit, Deutschland zu erkunden, bevor sie die neuen Eindrücke mit zurück nach Indien nehmen. Dann werden sie sicher auch erzählen von ihrer ersten rasanten Fahrt im Schnee.